herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich dachte, ich nehme euch mal wieder mit beim Vlog. Ich habe gerade Besuch da von meiner besten Freundin von Deutschland, also aus Deutschland. Und die ist jetzt gerade für eine Woche da. Ist für mich nicht gerade der optimalste Zeitpunkt, weil ich am Montag noch eine Prüfung schreibe. Wir haben jetzt gerade Freitag. Aber sie hat das halt schon gebucht gehabt und ich war mir noch nicht sicher, welche Prüfung ich dann genau schreibe. Ich hätte nämlich eigentlich auch noch am Freitag nächste Woche eine, aber die habe ich jetzt einfach auch wieder geschoben. Ich glaube, die muss ich dann beim dritten Termin schreiben zum ersten Mal, aber ich packe es jetzt alles nicht. Am Montag schreibe ich Marketing. Das ist dann meine 8. Prüfung für dieses Semester und Leute, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich noch sagen soll. Ich habe einfach wirklich so langsam echt keinen Bock mehr auf Lernen, obwohl mir das Lernen an sich so Spaß macht, weil das Thema echt nice ist. Also ich finde Marketing richtig cool und interessant. Aber ja, deswegen ist gerade mein Zimmer auch leer. Die Johanna ist, hat sich gerade verabredet mit einer anderen Freundin, die sie auch kennt hier aus Wien. Das war ganz praktisch, weil dann konnte ich jetzt ein bisschen lernen. Also saß ich gerade die letzten 3 Stunden am Schreibtisch und habe gelernt. Wir machen das eh immer so, dass ich jeden Tag so ein kleines bisschen lerne und sie dann entweder am Handy ist oder sich verabredet. Ja, kriegen wir das auch hin. Ich habe schon versucht, viel vorzuarbeiten, also viel zu lernen, als sie nicht da war. Das wird schon alles. Heute Abend gehen wir was trinken. Ich freue mich voll. Ja, ich muss jetzt aber auch los, weil sie ist jetzt gerade fertig und wir wollten noch ein bisschen in die Stadt gehen. Ich wollte mir noch eine neue Mascara kaufen. Wir wollten mal zu Brandy reingehen und Weekday. So, let's go und ganz viel Spaß beim Video. So, ich werde mich jetzt selbst, ich bin eben nicht dazu gekommen, aber wie ihr gesehen habt, wir haben noch eine Bolognese zum Abendessen gemacht. Und ja, in der Stadt haben wir nicht wirklich viel gefunden, auch nicht bei Brandy. Ich war jetzt irgendwie die letzten 2 Male da und habe nie irgendwas Richtiges gefunden. Aber eh gut, gebe ich kein Geld aus. Ja, wir haben uns ready gemacht und wir gehen jetzt was trinken. Wir gehen nicht feiern, also wir haben es zumindest nicht geplant. Aber wir wollten erst ins Schäbener. Da war ich nämlich letztens und da meinte der, dass man am Wochenende mal kommen soll. Dann ist er auch so ein DJ und das soll wohl richtig gut sein. Ich bin gespannt. Wir probieren das jetzt einfach mal aus. Und wenn nicht, gehen wir wahrscheinlich danach ins Sechser. Das ist ja auch so ein bisschen Club-mäßig. Es ist eine Bar, aber da ist halt auch ein DJ. Da kann man auch ein bisschen tanzen. Da ist unten so ein Dancefloor. Das ist ganz nice. Ich kann euch mal eben kurz mein Outfit noch zeigen. Dann geht's los. That's my outfit. Das Oberteil ist von Bershka. Docs von Zara und meine Stiefel sind von Naked oder Ace. Nein, Naked. Ich hatte das auch an Silvester schon an. Aber irgendwie hatte ich gerade Lust, das nochmal anzuziehen. Da habe ich meine Haare gelockt. Let's go! Hallo, ich wollte mich nochmal kurz melden. Ich hatte jetzt gar nicht mehr mich seit gestern Abend gemeldet. Wir sind mittlerweile schon 4:30 und Johanna und ich gehen jetzt in die Stadt ein bisschen spazieren und wollten uns einen Kaiserschmarrn holen. Das ist Tradition bei uns. Ja, wir waren irgendwie gestern länger weg, als wir eigentlich gedacht hätten. Ich glaube, wir waren erst 4 zu Hause oder so. Ja, und jetzt saß ich eigentlich heute Morgen, habe ich mich direkt an meinen Schreibtisch gesetzt, habe mein Video geschnitten komplett für morgen, habe gelernt. Und ja, dann haben wir noch eine Kleinigkeit gefrühstückt. Das ist so doof, echt, wenn sie hier, also wenn man halt lernen muss, weil ich fühle mich auch die ganze Zeit so schlecht, dass ich jetzt irgendwie hier sie die ganze Zeit so auf mich warten muss. Für sie ist es eh nicht schlimm, so weil sie auch schläft oder keine Ahnung, selber irgendwas macht, aber ja. Aber das Wetter ist zum Glück eh nicht so mega gut, dass ich jetzt das Gefühl habe, boah, ich verpasse irgendwas. Ich freue mich jetzt eigentlich mal ein bisschen rauszugehen, zu spazieren. Ja, ein bisschen Bammel vor der Prüfung habe ich ja irgendwie doch, aber ich weiß nicht. Ja, ich mache mir jetzt einen Zopf. Let's go! Mich mal wieder melden. Ich vergesse die ganze Zeit zu vloggen. Ich liege im Bett mit meinen Altfragen und da lädt gerade mein YouTube-Video für morgen. Und wir haben 7.21 Uhr und ich trinke Red Bull. Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist, weil wir gehen wahrscheinlich, oder wir gehen heute feiern. Wir stehen auf der Gästeliste von einem Club. Das heißt, wir gehen auf jeden Fall feiern. Ich bin ein bisschen müde. Letzte Nacht hatte ich nicht so viel Schlaf. Jetzt kommt, wie gesagt, noch ein bisschen die Altfragen durch. Wir sind super satt von dem Kaiserschmarrn. Der macht einen so satt, wirklich. Wir essen jetzt aber gleich noch eine Kleinigkeit. Dann schauen wir mal, ob wir direkt in den Club gehen oder ob wir davor noch in eine andere Bar gehen. Also eigentlich nochmal in die Bar, wo wir gestern auch waren. Aber sonst passiert bei uns nicht so viel. Hallo, ich dachte, ich melde mich mal wieder. Wir sind gestern Abend gar nicht mehr feiern gewesen. Ich hatte noch ein kleines Tief. Nee,
es wäre, glaube ich, wirklich echt kontraproduktiv gewesen, hätten wir richtig wenig drauf gehabt und wir waren eh jetzt nicht so mega in der Mut, weil wir gehen halt auch am Dienstag nochmal. Deswegen, ja, bin ich eigentlich ganz froh, dass wir nicht mehr gewesen sind. Habe ich heute Morgen noch ein bisschen gelernt und jetzt haben wir 3 Uhr, glaube ich, 3:30 schon. Und wir sind gerade auf dem Weg zum Kahlenberg nach oben und es ist endlich mal wieder schönes Wetter. Das Kaiserwetter hier in Wien. Wir wollen uns jetzt ja einen Chai trinken oder ein Aperol, je nachdem. Und ein bisschen die Aussicht genießen. Johanna war noch nie oben. Aber ich finde es ja auch im Sommer so schön. Ja, definitiv ein Ausflug wert, wenn man dann mal nach Wien kommt. Zurück. Es war richtig schön, aber auch extrem kalt. Das war mir schon bewusst, aber ja, ich freue mich auf Sommer. Und dann waren wir noch was trinken im Palmhaus. Da gibt es den besten Aperol. Ich habe aber keinen getrunken, weil ja, ich vertrage nicht wirklich viel Alkohol. Und jetzt sitze ich wieder hier an meinem Schreibtisch und fange an zu lernen. Also nicht anfangen, aber noch weiter mit Lernen. Morgen die Prüfung ist erst um 3 Uhr. Das habe ich heute herausgefunden. Ich dachte irgendwie, die wäre vormittags. Das nervt mich jetzt mega, dass die nachmittags ist, weil was zieht sich dann immer so lang. Ich mach mir jetzt schnell eine Gesichtsmaske drauf. Ich habe noch so viele im Kühlschrank. Wir wollten jetzt welche machen. Ich glaube, hier ist das Gesicht. Ich frage mich mal, was für Riesengesichter diese Masken sind. Tada! Oh mein Gott, wie sehe ich aus? Hello Friends! Wir haben jetzt Montag und ich bin jetzt auf dem Weg zur Prüfung. Ich bin so nervös. Ich bin aber auch froh, dass es jetzt endlich soweit ist. Ich werde mich danach melden. Ich kann das einfach nicht, wenn du zuguckst. Was soll ich noch sagen? Ja, ich melde mich danach bei euch. My Outfit. Und Johanna wartet hier auf mich. Und dann können wir endlich was zusammen machen. Ich fühle mich schon die ganze Zeit so schlecht, dass ich die ganze Zeit lernen muss und keine Zeit richtig für sie habe. Fertig mit der Prüfung. Das war so ungewohnt, weil ich habe die am Laptop geschrieben, aber vor Ort. Also das hatte ich auch noch nie. Ich bin so rot geworden, ist so heiß gewesen da drin. Das war in Ordnung, muss ich sagen. Ich habe es mir, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen besser vorgestellt. Aber ja, warten wir mal ab. Ich freue mich jetzt nach Hause zu gehen, weil die Johanna hat gekocht und ich habe langsam echt Hunger. Aber ich bin gerade ein bisschen erleichtert, weil die schreiben gerade irgendwie in die Gruppe. Also andere Leute haben mal gefragt, wie es ist oder wie es war. Und die anderen haben auch gesagt, dass sie es sich leichter vorgestellt haben. Ja. Irgendwie, I don't know. Irgendwie dachte ich auch, ist ein bisschen einfacher. Ich habe so viel gelernt, ey. Ach, keine Ahnung. Weil, I don't know, ich lege jetzt nicht mega Wert auf eine gute Note, aber wäre halt schon nice gewesen. Und jetzt denke ich irgendwie nicht mehr, dass es eine gute Note wird. Egal, so ist es jetzt. Hello, ich wollte mich nochmal melden. Ich hatte gestern gar nicht mehr mich persönlich gemeldet, außer nach der Prüfung. Wir waren dann abends in der Therme noch. Es war so entspannt in der Sauna und wir haben echt ordentlich geschwitzt, aber es fühlt sich danach, fühlt man sich immer so gut und ich habe wie ein Baby geschlafen, wirklich. Ja, jetzt heute leider schon der letzte Tag vor meiner Freundin. Deswegen dachten wir uns, machen wir heute einfach eine Spritzertour. Wir haben so Bock. Ich habe gesagt, nach der Prüfung können wir gerne was trinken gehen. Wir machen so eine kleine Aperol-Tour. Wir stoppen bei ein paar Bars, wo ich gerne hingehe. Und ja, heute Abend gehen wir ja feiern, hatte ich ja schon gesagt. Deswegen, ja, gönnen wir uns jetzt einfach ein paar Aperols. Ich freue mich richtig. Sie wollte sich noch was bei Brandy holen und ich bin heute Mittag noch beim Bowl essen. Mir hat auf Instagram, ich probiere zum ersten Mal die Fat Monk Bowl aus, der mir geschrieben. Da dachte ich, why not? Schaue ich mir mal an. That's the plan for today. Ich habe immer noch keine Rückmeldung von der Prüfung bekommen. Ich muss ehrlich sagen, oh, ich weiß einfach die ganze Zeit nicht, aber mir beruhigt das so krass, dass alle anderen die Prüfung auch so schwer fanden. Also dass gerade alle schreiben, wie das hier super schwer fanden und mich ärgert es einfach irgendwie voll. Aber vor allem die meisten haben, das war der zweite Termin und voll viele haben beim ersten Termin geschrieben, dass es voll gut lief und richtig einfach war. Oder also es haben wirklich viele geschrieben, dass sie es besser als erwartet. Und es war safe so der zweite Termin so richtig schwer, weil das ist ja einfach, selbst wenn es nicht bewusst gemacht ist, hat es ja immer unterschiedliche Stärken. Du kannst nicht jede Prüfung gleiche Schwierigkeit machen. Das geht halt nicht. Ja, deswegen, ich bin gespannt, ob wir heute das Ergebnis bekommen.
I'll let you know. Ich glaube, ich habe es falsch bestellt. Cheers! Soll ich das erstmal an meinem Geburtstag? Ja, Leute, ich habe mir sofort danach einen Hugo noch bestellt, weil ich so was Spritziges hatte und das war irgendwie nicht so sprudelig. Deswegen habe ich jetzt zwei. Schmeckt. Wir waren eben noch in der Sky Rooftop Bar und dort einen riesigen Aperol getrunken. Die sind wirklich so riesig da. Jetzt sind wir Schnitzel essen zum Leupold. Das ist unser Stammrestaurant hier in Wien. Wir gehen immer zum Schnitzel essen hier. Wir brauchen ja eine gute Grundlage für später. Es hat leider ein bisschen geregnet, deswegen sind wir nicht mehr zum Naschmarkt gegangen. Wir hatten nämlich noch überlegt, auf den Naschmarkt zu gehen. Da kann man nämlich auch ganz guten Aperol trinken. Persönlich melden. Ich habe es irgendwie voll verpeilt. Aber heute Morgen ist meine Freundin wieder gegangen. Sie ist jetzt genau eine Woche da. Es war voll schön. Es ist immer schön, wenn sie kommt. Auch wenn es jetzt ein bisschen ungelegen kam, wegen halt dieser einen Prüfung, die ich, by the way, bestanden habe. Ich habe gestern die Ergebnisse bekommen. Jetzt habe ich, wie gesagt, noch 4 Tage frei, weil am Montag geht die Uni schon wieder los. Da habe ich zum ersten Mal mein Seminar einfach von meiner Bachelorarbeit. Und ich bin so, so gespannt, weil ich irgendwie noch so ein bisschen gar keinen Plan von irgendwas habe. Also ich hatte dem Typen mal eine E-Mail geschrieben von dem Seminar, in das ich jetzt wirklich reingekommen bin. Und der hätte mir aber irgendwie nicht geantwortet, weil der im Urlaub war. Und jetzt bin ich halt so, ja, okay. Ich hatte halt 1000 Fragen gefühlt noch, weil ich einfach nicht wusste, so ist das jetzt das richtige Seminar für mich oder nicht. Ja, ich bin da jetzt drin. Das ist jetzt so. Ich schreibe meine Bachelorarbeit auf Englisch. Krass. Also ich habe lange überlegt, ob ich es machen soll, aber irgendwie ist es für mich auch nochmal so eine kleine Challenge, die ich jetzt annehme, weil eigentlich es gab 10 Bachelor-Seminare und 2 davon waren auf Englisch und ich bin in das eine Englische reingekommen. Das war auch sowieso nicht so groß angefragt. Und ja, ich bin richtig gespannt, wie das jetzt wird. Ich traue es mir zu, hoffentlich. Und ja, ich nehme euch dann sowieso nächstes Semester mit. Jetzt ins Gym. Es wird echt mal wieder Zeit. Ich war jetzt eine Woche lang genau nicht im Sport und ich merke, nee, ich brauche das. Nicht wirklich so gesund gegessen die letzten Tage. Und auch echt viel Alkohol getrunken. Es reicht mir jetzt erstmal wieder mit Alkohol. Wir haben es beide gesagt, so, nee, wir sind einfach aus dem Alter raus, wirklich. Kein Wodka und so mehr trinken, wirklich. So ein Aperolchen, super gerne, aber das war es dann aber auch schon wieder. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt echt auf die nächsten paar Tage. Einfach mal chillen und gar nichts tun. Weil wirklich die nächste Prüfung, ein minimal nicht schlechtes Gewissen, aber eigentlich hätte ich halt morgen noch meine allerletzte Prüfung von diesem Semester. Das wäre dann die 9. von der 9 Prüfung, die ich geschrieben habe. Aber ich habe es halt nicht gepackt. Also ich wollte es auch einfach nicht, während meine Freundin jetzt da ist. Ja, die ist aber erst im Juni, glaube ich, oder im Mai, eins von beiden. Also die nächste Prüfung ist jetzt sowieso erst im Mai. Ja, jetzt kann ich erstmal ein bisschen chillen, auch wenn es nicht chillen angesagt ist, weil ich jetzt meine Bachelorarbeit schreibe, aber einfach was Prüfungen betrifft, bin ich jetzt erstmal durch und das ist dann auch wirklich meine letzte Prüfung, oh mein Gott. Also crazy. Okay, naja, ich will jetzt gar nicht so viel reden. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Ich habe mal ein bisschen mehr von Wien gezeigt, das haben sich auch ein paar Leute gewünscht, dass ich mal ein bisschen mehr von Wien zeige. Das kann ich gerne machen. Ich traue mich nur nicht in der Öffentlichkeit immer so zu filmen, meine Kamera rauszuholen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis nächste Woche.